Hallo Freunde, willkommen zurück in Valadilen. In der Puppenmanufaktur haben wir in der letzten Folge versucht, Oscars Füße zu bauen. Das hat nicht ganz geklappt. Ich will es aber jetzt nochmal versuchen. Ein Kommentar. Ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hatte. Tut mir leid, ich habe es mir nicht vorher aufgeschrieben. Normalerweise würdige ich ja auch eure Tipps. Hat mir kommentiert, dass viele Dinge nicht wirklich erklärt werden, sondern dass man manche Rätsel durch Trial and Error tatsächlich rausfinden muss. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass das hier auch so eins ist. Deswegen will ich einfach nochmal ein bisschen probieren. Ich hoffe, ihr habt da nichts dagegen. Ich sage schon wieder nichts. Immer wenn ich anfange aufzunehmen, sage ich nichts. So, wir haben gesagt, wir wollen irgendwie mal so ein bisschen braun haben, ne? So. Keine Ahnung, ob es richtig war, wir probieren es jetzt mal. Ich bin mir sicher, dass der eine Hebel nur unten sein muss, der leuchtet. Da bin ich mir sicher. Jetzt ist nur die Frage, welche Farbe. Farbe. Wenn der Weg hier nicht so lange wäre, das wäre ein bisschen schöner. Weil dieser Weg hier, der zieht sich wie Kaugummi. Ich kann zumindest hier hinrennen und dann kann ich auf die Treppe umswitchen. Ja, okay, das geht. So kann ich das Spiel ein wenig vertricksen. So. Hier sollst du hin, Kate. Sie hat einen ähnlichen Laufstil wie Ray McCoy im Blade Runner. So, vielleicht sind das die richtigen Schuhe. Zack. Gehen wir zu Oscar und fragen ihn. So, ich vermute einfach mal wirklich, dass wir was Braunes nehmen müssen. Oder hat er einen grauen Anzug an? Ich weiß echt nicht mehr. Wenn der hier nicht klappt, danach mache ich noch einen. Wenn der auch nicht klappt, dann gucke ich erstmal weiter. Ich habe noch so zwei, drei andere Dinge zu tun. Wo ich auch weiß, dass wir... Ja, er hat eigentlich eher so einen grauen Anzug an, ne? Oh! Hier, ihre Füße. Diese Füße. Okay, diese Füße passen nicht. Ein Minor. Ich will nicht wieder die ganze Zeit hin und her laufen und euch das gleiche zeigen. Das ist ja doof. Das wäre ja irgendwie... Wäre doof, oder? Wir machen jetzt... Das kostet jetzt schon wieder quasi 3 oder 4 Minuten. Immer wenn ich nochmal doppelklicke, dann bremst sie irgendwie so komisch ab. Hier sollst du hin, Kate. Rennen. Run, boy. Run. Ist ja kein Boy, ist ja ein Girl. Ey, Girl. Bist ein hottes Girl. So, hier können wir... Kann ich hier? Ja, hier kann ich hinrennen. So kann ich sie immer so ein bisschen austricksen. So, und jetzt gehst du da hoch. Zack, 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 zack. Mit den Hebeln bin ich mir sicher, dass es nur der eine ist. Alles andere wäre ja gänzlicher Humbug. Ist das braun? Versuchen wir es mal damit. Ja, der ist der Hebel. Zack. Die Schuhe sehen immer alle gleich aus. Kann ich denn jetzt nicht noch gleich nochmal? Ne, ich muss echt immer wieder die Schuhe abholen. Das ist ein bisschen ärgerlich, finde ich. So stört mich ja ein wenig. Aber nee, ich will das Spiel nicht schlecht machen, denn das Spiel ist wirklich gut. Bis jetzt gefällt es mir richtig gut. Die versuchen wir jetzt noch. Zack, runter. Wenn das jetzt nicht klappt und wir im Verlauf der nächsten Spielminuten, Stunden, weiß ja nicht, was hier noch alles so passiert in Valadilen, keine Hinweise auf die Lösung bekommen, dann werde ich es offscreen ausprobieren. Ja? Dann werde ich euch die Lösung präsentieren. So zumindest mein Plan. So, nimm die mit, schließen und über zum Oscar. Oscar? Da. La Fontaine. So, hier rüber. Das sieht schön aus, dieses Relief. Das gefällt mir sehr gut. Ist aber auch schon alles ein bisschen schmuddelig hier. Warum steht der ganze Ranz hier überhaupt noch rum? Wer hat denn hier... Haben die hier alle noch gearbeitet oder ist das wirklich alles nur rein mechanisch? So, guck mal hier. Hey, guck mal hier, habe ich gesagt. So, passen dir die? Na? Hier. Diese Füße? Verdammt. Okay. Dann gehen wir erstmal was anderes machen. Ich will nämlich noch ein paar Sachen ausprobieren. Das Erste, was wir machen wollen, ist, dass wir beim Folgeschnippeln und
beim Folge umspeichern, bearbeiten und so weiter aufgefallen. Deswegen möchte ich gerne nochmal in das Herrenhaus zurückgehen, weil Momo will ja einen Mammut. Wenn Momo Mammut will, kriegt Momo Mammut. So soll es sein, so kann es bleiben. So habe ich es mir gewünscht. Alles passt perfekt zusammen. Wo war denn das Haus hier, ne? Da war der Bahnhof, da war diese Vorhalle, ne? Ja. So, wir müssen hier... Ne, erstmal zur Treppe, genau. Wunderschönes Haus. Hier würde ich gerne wohnen wollen tun. So, hoch zum Momo. Achso, erst wieder hier hin, ja. Hängt der da noch rum jetzt? So, Kate. Schwing die Hüften. Jawohl. Vorsichtig. Das ist sehr, sehr hoch, wo du da bist. Hallo, Momo. Denn hier hinten wollte ich nochmal gucken. Mach mal Momo Mammut. So, da. Da. Seht ihr das? Das könnte glatt die Zeichnung eines Mammuts sein. Ja, sie ist es. Pausen wir ab. Das hat nämlich Hans gemalt. Ich frage mich echt, wie Hans... Ja, sehr schön. Wie Hans seinen Weg alleine quasi schlägt. Es scheint ja dann durch den Unfall geistig wirklich zurückgeblieben zu sein. Ich vermute mal, dass das bei den Dokumenten ist. Jawohl. Zack, hier, Momo, guck mal. Da freut er sich. Und jetzt hilfst du mir? Danke, Momo, ganz froh. Du jetzt mit Momo, komm. Momo zeigen Kate Geheimnis. Oh. Hopp, hopp. Hui. Okay, Momo nicht. Da läuft Momo lang. Okay, da müssen wir wohl hinterher. Erstmal raus hier. Die Musik setzt wieder ein. Sehr schön. So. Lauf, Kate, lauf. Wo ist Momo hin? Hier gibt es nur einen Weg, da wird er wahrscheinlich nicht auf mich warten. Wo ist er denn? Momo? Hier? Da ist er. Okay. Hinterher. Wieder nur einen Weg. Also überall da, wo es Entscheidungen gibt. Wartet Momo scheinbar auf mich. Hier ist er. Okay. Schön hinterher. Ich bin gespannt, was Momo uns jetzt zeigen will. Hier gibt es auch wieder nur einen Weg. Mein Bäcker ist er wahrscheinlich nicht. Ich quatsche den jetzt mal nicht an, sondern ich renne einfach mal. Es gibt ja nicht so viele Plätze, wo Momo hingegangen sein könnte. Und ich vermute einfach mal, dass er in keins der Häuser rein ist. Auch nicht zum Notar, der die Tür offen stehen lassen hat. Oder war ich das etwa? Ich weiß er nicht mehr so genau. Ist da Momo? Ah, da ist Momo. Kannst du das öffnen? Yay! Fortschritt. So, geht da rein. Sehr schön. Warte, ich will erst gucken. Oder habe ich Eile tatsächlich beim Momo verfolgen? Aber hier scheint auch tatsächlich nichts zu sein. So, Treppe hoch, Kate. Wow. Wo kommen wir denn hier hin? Wo kommen wir denn da hin? Cool. Das nenne ich... Das ist eine schöne Plattform hier. Das stelle ich mir schön vor, da zu sitzen. Im Wald zu entspannen. Ein Fläschchen Bier zu trinken. Seht ihr, ich wollte ein Fläschchen Bier trinken heute Abend. Da hole ich mir vor der nächsten Aufnahme hole ich mir eins.
Da geht's lang. Krass. Na, vor allem so viele liebevoll gezeichnete Screens, die eigentlich für nichts da sind, außer durchzugehen und sie sich anzuschauen. Das mag ich. Das mag ich echt. Tote Räume letzten Endes, aber schön gezeichnet. Ein Boot. Hier kann man was machen. Schade, dass dieses Boot vernachlässigt ist. Das Wasser kommt überall rein. Okay, vielleicht muss ich das noch reparieren, damit wir irgendwo hinkommen. Aber im Moment habe ich nur ein Tintenfass und eine Klangwalze. Das bringt mir nicht viel. Gehen wir mal weiter und gucken, wo Momo ist. So. Ah, da ist Momo. Was machst du jetzt? Okay, er setzt sich hin. So, Momo, was willst du mir denn zeigen? Sag mal an. Da bist du ja, Momo. Du scheuchst mich ganz schön durch die Gegend. Aber es ist wirklich wunderschön hier. Momo oft herkommen. Momo gerne Kreise im Wasser machen. Okay. Wonach könnten wir denn jetzt hier fragen? Wir haben nichts Neues bekommen. Sag mal, Momo, meinst du wirklich, dass Annas Bruder... Anna immer sagen, dass Hans fort. Aber dass Hans vielleicht wiederkommen. Vielleicht weißt du da was drüber? Du hast doch bei Anna Vorarlberg gelebt und kennst sicher all die kleinen Geheimnisse der Herstellung eines Automaten. Anna nicht wollen, dass Momo in Fabrik kommt. Okay, schade, Anna. Sag, Momo, bist du oft mit Anna hier hochgekommen? Anna mag Momo. Anna mag Hans. Anna verreist. Ja. Jetzt ist nur die Frage. Warum hast du mich hierher geführt? Mammutpuppe in Höhle. Ganz wichtig für Hans. Anna sagen. Ah. Höhle? Ich sehe keine Höhle. Momo, kein Lügner. Ja, aber wo ist denn die Höhle? Warum hast du mich hierher geführt? Höhle? Momo. So, nun sind wir also hier. Und was machen wir jetzt? Kate und Momo, Steine ins Wasser schmeißen. Ach, hör schon auf, Momo. Ich bin sicher, dass wir wegen der Höhle hier sind. Momo und Kate, Freunde. Ja, das stimmt. Ich muss jetzt gehen, Momo. Vielleicht bis später. Wir haben zwei Wege. Erstmal links. Ich muss gleich niesen. Glaube ich. Ich versuche es zu unterdrücken, auch wenn das nicht gut ist. Da ist die Höhle, seht ihr? Wollen wir da gleich rein? Komm, machen wir einfach. Hier kann ich wohl nicht lang. Warum nicht? Das ist doch ganz seichtes Wasser. Hast du Angst, dir die Füße nass zu machen oder was? Kann ja wohl nicht wahr sein. Kate, bitte. Dann gehen wir erst da lang. Kannst ja Oskars Stiefel nehmen. Die passen ihm ja eh nicht. Oh. Ein Staudamm. Mal gucken, was wir hier so machen können. Da erstmal nichts. Das klemmt wohl. Ich brauche Hilfe. Da müssen wir wohl den Momo holen. Das klemmt. So. Dann werden wir wahrscheinlich Momo jetzt mit dem Hilfedingens ansprechen können. Da ist Momo. Ich habe jetzt schon befürchtet, er ist weg und sitzt wieder im Haus am Dachboden oder so. Momo, kann ich dich nochmal was fragen? Momo? Momo hört. Kannst du mir mal helfen? Was machen? Hilf mir, den Staudamm aufzumachen. Ja, Momo stark. Sehr gut, Momo, vielen Dank. Mein kleiner Freund. Ob Momo uns begleiten wird? Ich spekuliere so ein bisschen, dass Momo so ein bisschen unser Freund werden könnte in diesem Spiel, der uns auch begleitet. Ja, Kate, lässt du den... Ups. Momo, nicht weg, Momo. Na toll. Vielleicht ist das wie mit einem Gurkenglas. Wenn einer die Vorarbeit geleistet hat, dann kann der nächstes viel einfacher machen. Das ist wohl kaputt. Okay, ich kann hier auch sonst nichts machen. Vielleicht... Ach, ich kann mir bestimmt aus dem Holzbrett eine Brücke über das Bächlein bauen, damit die liebe Kate sich die Füße nicht nässt.
Schön abgebremst. Immer mit den Händen so nach außen. Müsst ihr mal drauf achten, wenn Kate bremst. Ja, Momo, das hast du gut gemacht. Ist nicht schlimm. Ist alles gut. Komm hier, zack. Und ich kann keine Brücke bauen. Hier kann ich wohl nicht. Warum nicht, Kate? Du machst mich fertig. Du musst ja zur Höhle kommen da irgendwie. Momo, kann ich dich nochmal... Ja, na klar. Kannst du mir mal was machen? Hilf mir den Staudamm. Ah. Mit dir, Momo, werde ich noch zur Abenteuerin. Ja. Wenn Dan mich so sehen würde. Ich bin mir nicht sicher, dass ihm das gefallen würde. Ich glaube eher nicht. Dan ist Momo nämlich ein Lappen. Dan nicht kennen. Sei froh, Momo. Dan ist ein Arsch. Warum hast du mich hier in der Höhle? Ich frage mich, warum sie nicht einfach... Momo, ich habe in der Fabrik einen merkwürdigen Typ... Choo-choo. Schon gut. Du hast doch... Sag an. Ich muss jetzt... Vielleicht mal einfach auf Momo, Momo ansprechen. Habe ich noch gar nicht gemacht. Du bist schon ein merkwürdiger Junge, Momo. Ich verstehe, warum Anna dich mochte. Momo. Momo Hans ähneln. Momo sehr stolz. Ja, deswegen... Ich muss jetzt gehen. War Anna so hingezogen zu dem jungen Momo, weil Hans eben unter einer ähnlichen Schwäche, unter einer ähnlichen geistigen Schwäche gelitten hat. Das war jetzt einfach nur eine Vermutung von mir. Ah, ein längerer Hebel. Ein längerer Hebel. Dieser Stock ist dreckig und total nass. Okay, bitte. Du warst, glaube ich, ein bisschen zu lange mit denen zusammen, oder? Kann das sein? Ja, soll ich den jetzt putzen, oder was? Willst du mich veralbern? Oh, komm schon, Kate. Du willst mir doch nicht unsympathisch werden. Soll ich jetzt Momo holen, dass der den dreckigen Stock für dich aufhebt, oder was? Boy. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Momo. Momo, hör. Hilfe. Ich habe das Ruder näher rangeholt. Es wäre nett von dir, wenn du es für mich tragen könntest. Okay, du bist so... Momo, einverstanden. Das gefällt mir nicht. Ach komm. Kate, bitte. Das hätte Floyd nicht gestört. Und auch Jack Keane nicht. Und Arno Moriani auch nicht. Wenn ihr wissen wollt, wer das ist, schaut euch auf meinem Kanal um. Schleichwerbung. Jetzt hat sie echt den armen Jungen dazu missbraucht, dieses Paddel da rauszuholen. Nur weil es dreckig und nass ist, das fasse ich jetzt nicht. Grrr, Kate. Grrr. Böse, Kate. Nein, Kate. Böse, Kate. So. Was machen wir jetzt? Jetzt sprechen wir ihn nochmal. Kann ich... Hilfe? Kannst du mir mal helfen? Ja. Es wäre nett, wenn du mir helfen würdest, den Staudamm aufzumachen. Einverstanden. Momo, stark. Sehr gut, Momo. Ich mag dich, Momo. Darf ich bitte mit Momo weiterspielen? So, rein damit. Ah, sehr gut, Momo. Ah, super, Momo, vielen Dank. Momo ist so stark. Ach, ich danke dir, Momo. Das hast du gut gemacht, Binjung. Und die Musik setzt wieder an. Immer wenn wir einen kleinen Fortschritt haben, setzt die Musik ein. Das ist sehr gut zu wissen, weil dann wissen wir immer, wenn wir wieder was Tolles geschafft haben. Und jetzt gehen wir zu der Höhle. Momo ist weg. Und da gehen wir mal in die Höhle gucken. Mal schauen, was da so los ist. Oh, die ist sehr dunkel, die Höhle. Ich habe so die Befürchtung, wir müssen da vorher noch... Oder ist da genug Licht hin? Das sieht gruselig aus. Wir gehen einfach mal rein in die Höhle. Wow. Höhlenmalerei? Mammuts.
Cool. Hier muss also irgendwo... Da. Da liegt was. Ob es das ist, was wir begehren? Ja. Wir haben die Mammutpuppe. Oh. Das finde ich immer nicht so gut, wenn das passiert. So. Schritt 1 erledigt. Anna sprach ja in ihrem Brief, dass etwas ganz, ganz Wichtiges für Hans, ein Artefakt, mit dem Zug mitfahren soll. Ich bin mir sicher, dass wir das sowieso brauchen. Gut. Jetzt gehen wir noch in die nächste Location, die ich mir gerne anschauen möchte. Ja, hoffentlich nicht, Dan. Hallo? Kate, bist du das? Ja, ich bin's. Wer denn sonst? Ich habe deine Stimme gar nicht erkannt, aber das macht vielleicht die Entfernung. Also los, erzähl mal, wie ist es in Europa? Oh, du hast vielleicht ein Glück. Mir passiert sowas nie. Spar dir dein Leid, Olivia. Alles, was ich bisher von Europa gesehen habe, ist ein kleines, abgelegenes Dorf. Nicht gerade berauschend. Und eine kleine Überraschung gab's auch noch. Ich muss auf einmal einen Erben finden. Ja, ich weiß. Ich habe mit Lynn gesprochen, die Joss über den Weg gelaufen ist, der heute Morgen mit unserem Big Boss Kaffee getrunken hat. Er schien gar nicht begeistert. Morgen hat er einen Termin mit deinem Kunden und muss ihm verklickern, dass der Verkauf sich verzögert. Sei froh, dass zwischen dir und unserem lieben Chef ein Ozean liegt. Das bin ich auch. Und du? Wie geht's dir? Was gibt's Neues auf der Arbeit? Wir haben den Prozess Herr Alu verloren. 5 Monate Arbeit für nichts. Ja, ich erinnere mich. Naja, ich musste mich dann erstmal bei Bloomingdale's abreagieren. Seit gestern ist Schlussverkauf. Hast du's gut? Wahnsinn, Kate! Reiner Wahnsinn! Weißt du noch, das kleine blaue Seidenmieder? Rate mal, was ich dafür bezahlt habe. Keine Ahnung. 250, 200? $140! Komm nur schnell wieder. Dann gehen wir noch mal zusammen los. Wenn es nach mir ginge. Aber gut, ich muss jetzt Schluss machen. Telefonieren wir bald wieder. Ich möchte dein Abenteuer in allen Einzelheiten mitverfolgen können. Ach, hör doch auf, Olivia. Mach's gut. Du auch. Pass auf dich auf. Versprochen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Kates Umfeld ist insgesamt ein bisschen bitchy, oder? Kann das sein? Die Mutter irgendwie so ein Drachen? Der Dan irgendwie so ein Waschlappen? Und blöder Hund? Die Kollegin hier irgendwie, ne? Ah, Bloomingdale's, oh, $140! Ah, ist nicht so meins. Und Kate nutzt den armen Momo hier schamlos aus. Das mag mir so gar nicht gefallen. Bis jetzt mochte ich Kate. Ich hoffe, dass das so bleiben wird, dass ich Kate weiterhin Magen tue. So. Alles klar, Freunde. Ich glaube, den Weg sparen wir uns jetzt für diese Folge. Ich muss ja jetzt sowieso wieder zurücklatschen. Ich habe noch eine Sache, die ich erledigen will an der Kirche. Da habe ich auch einen lieben Tipp bekommen. Blondetelli war es, glaube ich, dass ich irgendwas schon mal zumindest ansatzweise gesehen habe oder es aufgetaucht ist, ich nur noch nicht weiß, wie ich rankomme. Ihr wisst, der Schlüssel für das Grab. Und das Zweite ist, dass wir natürlich Oscars Schuh machen müssen. Da gucke ich mir jetzt dann... gucke ich mir nicht an. Das machen wir dann, wenn wir bei der Kirche waren. Vielleicht finden wir da noch den entscheidenden Hinweis. Also erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich würde mich sehr über Daumen und Kommentare freuen, insbesondere über Kommentare. Und sage, bis dahin, macht's gut. Tschüss.